Viele Hausarztpraxen leiden unter einer Dauerbelastung. Die Wartezimmer sind voll und das nicht nur in der Erkältungszeit. Einige Praxen nehmen schon längst keine neuen Patienten mehr auf. Bundesweit fehlen jetzt schon rund 5000 Hausarztpraxen. Für jede Behandlung gibt es Geld von der Krankenkasse. Insgesamt ist die Summe jedoch begrenzt. Hausärzte kritisieren, dass diese Grenze immer wieder vor Quartalsende erreicht ist und sie danach quasi unbezahlt weiterarbeiten. Das soll sich jetzt ändern, wie Bundesgesundheitsminister Lauterbach nach der Krisensitzung mit Vertretern von Krankenkassen und Ärzteschaft verkündet. Künftig soll die Budgetobergrenze für Hausärzte aufgehoben werden. Um dem Ärztemangel in den kommenden Jahren entgegenzuwirken, sollen künftig mehr Studienplätze für Medizinstudierende geschaffen werden. Außerdem soll der verstärkte Einsatz von Telemedizin und zunehmende Digitalisierung dafür sorgen, dass künftig weniger Patienten in die überlasteten Arztpraxen kommen müssen. In der Praxis macht die Digitalisierung aber immer wieder Probleme. Ob E-Rezept oder elektronische Patientenkarte, vieles funktioniert noch nicht gut. Professor Eckhard Nagel forscht an der Uni Bayreuth in Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften. Herr Professor, schönen guten Abend. Wenn die Budgetgrenzen wegfallen, heißt das auch, für Kassen und für Versicherte wird es teurer und die Hausärzte sind dann die großen Gewinner? Das ist heute offen geblieben. Der Minister hat davon gesprochen, dass es ein dreistelliger Millionenbetrag sein dürfte, der hier mehr in die hausärztliche Versorgung fließt. Da ist zwischen 900 und 100 Millionen eine große Spannbreite. Und ob es an anderer Stelle eingespart wird, wir haben ja davon gehört, dass eben auch bei den Fachärzten eine entsprechende Regelung so nicht stattfinden wird und dass es im Hinblick auf privat- und gesetzliche Versicherte dann vielleicht auch noch zu Verschiebungen kommt. Also unter dieser Maßgabe ist es für die Krankenversicherung kein Notsignal, sondern wir müssen abwarten, wie sich diese Reform ganz konkret dann auch darstellt. Genau, jetzt haben wir heute in der Pressekonferenz gesehen, die Ärzte zeigen sich zufrieden mit diesem Treffen. Ist in Ihren Augen das meiste jetzt gut gelöst oder sehen Sie da vielleicht noch andere große Konfliktherde? Also wir haben ja angekündigt bekommen, dass es wirklich einen grundsätzlichen Veränderungsmodus gibt für die Vergütung, nämlich dass es auf eine Jahresvergütung, also auf eine Kopfpauschale hingehen wird pro Patientin und Patient. Das ist eine Idee, die Karl Lauterbach schon lange vorhatte und die häufig mit viel Widerstand kommentiert worden ist. Heute haben sich alle damit zufrieden gezeigt, weil eben damit auch eine andere Orientierung im Hinblick auf den Geldfluss entsteht, nämlich mehr das, was der Patient braucht und weniger das, was dann tatsächlich notwendig ist, um abzurechnen. Also es ist ein wichtiger und guter Schritt in eine richtige Richtung, ja. Aber natürlich sind die Konflikte im Kleingedruckten. Ich wollte noch mal näher auf uns Patienten schauen. Stehen wir denn jetzt besser da mit diesen Maßnahmen und gibt es vielleicht bald wieder, ich sag mal, mehr Praxen, zum Beispiel auf dem Land? Also ich bin persönlich davon überzeugt, dass eine gute hausärztliche Versorgung für das deutsche Gesundheitswesen generell ein Fortschritt ist. Darüber ist 20 Jahre lang diskutiert worden. Das ist jetzt die richtige Richtung. Aber ein wesentlicher Punkt ist ausgeklammert heute in der Diskussion, nämlich die Frage, wie kommen junge Leute dazu, sich in diesem Beruf wirklich in Zukunft zu engagieren? Wie kann es attraktiv sein, wieder als Hausärztin und Hausarzt zu arbeiten? Dazu wurde nichts gesagt. Und ich bin fest davon überzeugt, nach meiner Kenntnis und nach meinen Diskussionen, dass es nicht eine Frage des Geldes ist, sondern es müssen attraktive Rahmenbedingungen geschaffen werden. Und wenn man das nicht angeht, wird man das Problem für uns Patientinnen und Patienten nicht lösen. Also die Diskussion geht weiter. Ein Dankeschön an Professor Eckhard Nagel.